Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute mal so ein kleines Update geben zu unserer neuen Wohnung. Wir haben ja hier noch so ein bisschen was umgestaltet und deswegen zeige ich euch heute das Wohnzimmer und Essbereich und Küche und auch so ein paar Deko-Sachen, die wir neu gekauft haben. Alle Produkte werde ich übrigens auch unten nochmal in der Infobox verlinken. Und jetzt zeige ich euch... Ja, ich gehe nochmal zum Eingang, da hinten, wo der Staubsauger steht und beginne einfach mal von vorne und ich werde euch auch vorher nachher Bilder einblenden, damit ihr euch einfach vorstellen könnt, was sich da überhaupt getan hat. So, ich stehe jetzt im Flur und komme jetzt quasi ins Wohnzimmer und den Teil habt ihr auch schon gesehen. Also da hat sich jetzt eigentlich fast gar nichts verändert. Wir haben also zwei neue Beistelltische, einmal einen Tisch mit Wildeiche und einmal einen neuen Glastisch. Kissen haben wir so ein bisschen beiseite getan, damit das nicht zu kunterbunt wird. Rechts steht halt eine Lampe, eine neue, die ist vom Mömax. Die finde ich super schön. Die hat so einen Betonboden und die Wildeicheplatte sieht auch super schön aus. Ich mag den Look mit Beton und Wildeiche sehr gerne. Da haben wir auch so ein bisschen aufgeräumt. Nicht mehr ganz so viele Pflanzen und Lampen und so weiter. Und wie gesagt, die Kissen haben wir beiseite getan. Hier oben möchte ich noch ein Bild hinhängen. Wundert euch nicht wegen der Klammer. Wir mussten so ein bisschen die Gardinen richten mit Wäscheklammern, weil die so ein bisschen blöde gefallen sind. Dann habe ich hier so eine süße Vase bekommen von meiner Freundin Sabrina. Vielen Dank nochmal dafür. Sie hat sie, glaube ich, von Thum und ja, ich finde die mega schön und die passt halt auch voll perfekt hier auf den Tisch. Am Fenster haben wir auch noch mal ein paar neue Pflanzen gekauft. Die sind fast alle von Ikea. Ja, und die sind von Amazon. Die hatte ich aus meiner alten Wohnung mitgenommen. Und wenn wir uns umdrehen, dann ist da leider noch nicht viel passiert. Da werden wir mit Sicherheit noch einen Arbeitsplatz selber bauen, weil wir leider keinen vernünftigen Schreibtisch gefunden haben. Und hier auf dem Couchtisch habe ich hier nochmal so einen Kerzenständer von H&M gekauft. Finde ich auch super schön. Das Tablett habe ich von Kaufland mal geholt. Da waren so kleine Schälchen drauf. Die habe ich aber jetzt weggepackt. Das ist schon ein bisschen älter, aber so Platten findet ihr eigentlich überall, auch bei Amazon. Und hier die kleinen Kakteen sind von Ikea, aber die findet ihr auch ganz häufig im Baumarkt. Zum Beispiel bei Obi oder so haben die so eine Kakteenabteilung. Und wenn wir uns jetzt nach rechts drehen, dann kommt der neue Essbereich. Wir hatten vorher da meinen alten Schreibtisch stehen, diesen weißen Tisch, der wirklich nicht mehr schön war. Also der hatte so viele Macken und war schon teilweise geplatzt. Und die vier Sessel, die habe ich von zu Hause jetzt mitgenommen. Die haben wir erstmal behalten, wobei die natürlich auch sehr viel Platz wegnehmen. Da könnten bei weitem mehr Stühle stehen. Die sind halt so ein bisschen sperrig. Ja, und jetzt haben wir halt den Tisch ersetzt. Jetzt haben wir einen 220er Tisch von Castello und der hat so eine richtig schöne Wildeicheplatte. Die Farbe gefällt uns von der Platte auch sehr, sehr gut. Und da drauf haben wir so Sets gelegt. Die habe ich von Amazon bestellt. Das Coole ist, dass die nicht besonders auf den Tisch auffallen. Und das finde ich ganz gut, weil der Tisch soll einfach mehr zur Geltung kommen. Ja, und da oben drauf habe ich eine Orchidee draufgestellt. Die habe ich geschenkt bekommen. Die gefällt mir sehr gut. Die großen Pflanzen haben wir hier von Ikea. Den alten Teppich von Steffen noch. Den werden wir mit Sicherheit auch irgendwann mal austauschen. Und der Tisch hat wirklich so wunderschöne, einen wunderschönen Fuß. Gefällt uns sehr, sehr gut. Sieht alles sehr hochwertig aus und sehr stabil und ja, ein wirklich toller Tisch. So, wenn wir uns dann nach rechts drehen, da war hier ein Tresen, der so eher cognacfarben war. Nicht so schön und da haben wir diesen Tresen hier draus gebastelt. Wir haben ihn quasi weiß gestrichen und dadurch sieht das alles viel heller und freundlicher aus. Und dann haben wir so Wildeiche-Lamellen gekauft und die haben einfach untereinander so hier rein montiert. Innen ist es hohl. Wir überlegen noch irgendwie was dahinter zu setzen, irgendwie so was Durchsichtiges, damit der Staub sich da nicht so fängt. Aber sieht optisch, finde ich, viel, viel schöner aus. Richtig hochwertig und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Der ganze Essbereich wirkt dadurch viel, viel freundlicher. Im Gegensatz zu früher. Ja, und so im Großen und Ganzen gefällt uns das jetzt wirklich sehr, sehr gut und richtig wohnlich und gemütlich, hell und freundlich. Ja, ich bin mal gespannt, was wir noch für Stühle kaufen, aber das gefällt uns hier schon wirklich sehr gut. Und das ist jetzt hier unsere neue Küche, unsere neue alte Küche, sag ich mal. Ich zeige euch mal, wie es vorher ausgesehen hat. Wir hatten eine schwarze Arbeitsplatte, die leider sehr schief und krumm war. Also die war viel zu lang und ging hoch. Dann waren die Fliesen abgedeckt mit so Schieferplatten übereinander geklebt, sodass man gar nicht wirklich das Fenster aufmachen konnte, als wir die Rollos angebracht haben. Und deswegen haben wir die Schieferplatten abgemacht
Und darunter waren dann halt diese petrolfarbenen Fliesen, die wir eigentlich ganz cool fanden. Deswegen haben wir gedacht, okay, die behalten wir. Wir besorgen uns eine neue Arbeitsplatte in Holz, also eine Echtholzplatte. Und wir haben hier Birke genommen, die wir dann angestrichen haben. Dadurch wurde sie halt auch etwas dunkler. Und ich finde, die passt hier wunderbar rein, zusammen mit dem Petrol. Das sieht unglaublich schön aus. Dann hatten wir drei verschiedene Griffe hier verarbeitet in der Küche, was auch nicht schön war, weil einige waren aus Plastik und einige halt aus Edelstahl und das war total kunterbunt. Dann hatten wir verschiedene Schränke hier hängen, teilweise dunkle, teilweise weiße. Also ich glaube, das waren hier drei Küchen in einem. Die haben wir dann weggehauen, weil wir brauchten erstmal gar nicht so viel Platz. Also wir haben genug Sachen, aber irgendwie hat das vollkommen ausgereicht. Deswegen haben wir sie weggetan und werden dann dort vielleicht mal ein paar schöne Bilder aufhängen. Der Herd stand hier in der Mitte, den haben wir beiseite geschaffen, weil man sich nämlich an der Dunstabzugshaube immer schön den Kopf eingestoßen hat. So hat man jetzt viel, viel mehr Platz. Der Kühlschrank passt jetzt auch hier rein und man muss nicht in die Abstellkammer laufen für einen Kühlschrank. Wir haben leider noch an den Fliesen so ein paar Macken durch diese Schieferplatten. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, was wir da machen. Hier war vorher zum Beispiel so ein Eckschrank, den haben wir weggemacht. Das sieht auch viel heller und freundlicher aus. Wir haben neue Griffe geholt, sodass jetzt alle den gleichen Griff haben. Wir mussten das, also mein Freund musste das anpassen. Das war echt eine Scheißarbeit. Den Backofen haben wir gelassen. Aber wir haben eine neue Induktionsplatte hier gekauft von Bosch. Auch sehr cool. Von Neff nochmal eine neue Dunstabzugshaube. Der Kühlschrank von Liebherr gefällt uns auch sehr gut. Der ist groß, schlicht und smart. Gefällt uns richtig, richtig gut vom Design her und von der Qualität. Der war mal im Angebot bei Saturn. Wir wollten erst die Fronten austauschen, aber leider hat IKEA das System ausgetauscht vor 2 Jahren. Deswegen können wir das nicht mehr tun. Dann haben wir also die Fronten gestrichen. Und das ist ziemlich gut geworden, finde ich. Und hier seht ihr nochmal den Unterschied. Vorher war es so eierschalengelb. Also unten ist noch so eine Abdeckung, die wir fertig machen müssen. Und oben ist das Weiße und das Weiße sieht so hell und freundlich aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich hier so ein Tablett geholt von Amazon und da haben wir alle Gewürze drauf gestellt. Hier noch so eine Dose von Xenos. Da habe ich Knoblauch drin und Zwiebeln und hier hat man so alles, was man zum Kochen braucht und irgendwie finden wir das ganz cool. Das ist so ein bisschen Oldschool-mäßig. Von Zack haben wir so einen Zebehalter geholt. Der sieht auch sehr schlicht und edel aus. Gefällt mir auch sehr gut. Zack hat sehr, sehr coole Sachen, sind aber auch sehr teuer. Um die Arbeitsplatte nicht ganz so sehr zu beschädigen, weil wir auch manchmal mit Rote Beete arbeiten oder mit irgendwelchen Flüssigkeiten, haben wir nochmal hier so Platten geholt von IKEA. Die setzt man dann einfach so drauf. Die kann man dann auch so hin und her schieben. Ne? Und die nehmen wir dann auch immer gerne, um Butterbrot zu schmieren. Das ist hier aus Bambus. Und gefällt uns halt auch sehr gut. Also sehr praktisch, wenn man eine Holzarbeitsplatte hat, damit man die nicht so vollsaut. Die sind ja schon so ein bisschen empfindlich. Eine neue Spüle haben wir auch geholt. Hat auch so ein Industriestil. Gefällt uns auch sehr gut. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Küche auch. Vielleicht könnt ihr mir noch mal eine Idee geben, was wir da hinten noch aufhängen sollen, wie wir die Löcher stopfen sollen. Und ja, alles so ein bisschen oldschool. Ich hätte es persönlich eigentlich so nie hergerichtet, aber man hat versucht, halt das Beste draus zu machen. Weil eine neue Küche hätte uns mindestens 10.000 Euro gekostet. Und das wäre dann eine Küche, die mir noch nicht mal so wirklich gefallen würde. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir behalten die alte und pimpen die da so ein bisschen auf. Ja, das ist der Wohn- und Essbereich. Und ich hoffe, der gefällt euch auch so wie uns. Ja, ich hoffe, die kleine Roomtour hat euch gefallen. Und ich werde euch nochmal die komplette Roomtour hier irgendwo verlinken. Und auch den letzten Deko-Haul zum Schlafzimmer auch hier. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich natürlich noch kostenlos abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und bald nehmen wir dann den Flur in Angriff. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis demnächst. Ciao!